Guten Tag und herzlich willkommen von meiner Seite in diesem digitalen Raum zum letzten Gesprächspodium unseres heutigen Zoom-Ereignisses. Pressefreiheit Europas, politischer Auftrag Sergej Lagodinsky ist auch da. Sehr schön. Herzlich willkommen. Um das noch kurz dazu zu sagen, we will speak German in this panel, but you may listen in English as well. English is available in a translation. So if you take your cursor down to this symbol globe, you see it in the right, in the bottom, you can choose the English language and you find the information in the chat as well. So, welcome. Ich bin nicht Nina Horacek, das sie musste gestern Nachmittag mit Fieber kurzfristig absagen. Es tut mir natürlich sehr leid und wir wünschen ihr von dieser Stelle aus alles Gute und eine rasche Genesung. Ich bin Anne Ulrich, Bildungsreferentin in der Heinrich-Böll-Stiftung und verantwortlich für diese Tagung, habe sie konzipiert im Wesentlichen und wir arbeiten in diesem Thema schon länger. Ihr kennt das auch schon, die ihr jetzt hier im Podium beisammen seid. Das ist schön für unsere Debatte. Demokratie braucht verlässliche und transparente öffentliche Kommunikation und Europa braucht eine solche Öffentlichkeit und dafür brauchen wir soliden Journalismus und verlässliche Kommunikationswege und Pressefreiheit. Und wie sehr wir alle auf diese mediale Infrastruktur angewiesen sind, hat uns ja gerade die letzte Zeit dieser Pandemie und der Pandemiepolitik drastisch vor Augen geführt. Wir brauchen Vertrauen in öffentliche Kommunikation. Wir brauchen eine Kommunikationsstruktur, die dieses Vertrauen rechtfertigt und trägt. Und eine ganze Reihe von Themen, das war das Thema des heutigen Nachmittags, eine ganze Reihe von Themen in diesem Spektrum zeigen sich in dieser Pandemiesituation wie unterm Vergrößerungsglas. Und jetzt zum Ende des Nachmittags nehmen wir nochmal einen Blick auf die Inneneinrichtung unseres gemeinsamen Hauses der Europäischen Union. Und ich begrüße drei sehr kompetente Gäste, freue mich sehr, die uns hier aufklären werden zu diesem Thema Pressefreiheit als Europas politischer Auftrag oder ein politischer Auftrag Europas. Ich begrüße sehr herzlich Christian Mier, Sprecher von Reporter ohne Grenzen, der uns der ganz frisch aus London zurück ist, wenn ich es gerade auf Twitter richtig gesehen habe, wo er nämlich die letzte Zeit als internationaler Beobachter für Reporter ohne Grenzen den Prozess in Sachen Julian Assange beobachtet hat. Ich begrüße sehr herzlich meine Kollegin in Warschau, Joanna Maria Stolarek, Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung Polen, selber praktischerweise von Beruf Journalistin und eine gute Kennerin sowohl der deutschen Situation als eben auch insbesondere der polnischen Situation. Hallo Joanna und ich begrüße natürlich gerne auch Sergej Lagodinsky. Er ist Mitglied des Europäischen Parlaments in der Fraktion Die Grünen, Europäische Allianz. Er ist Jurist und Kämpfer für Bürger- und Menschenrechte und in dieser Funktion genau richtig als Vize des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments. Herzlich willkommen. Ich möchte gerne zuerst Christian Mier das Wort geben, Reporter ohne Grenzen legen einen jährlichen Bericht zum Stand der Pressefreiheit vor. Und Herr Mier, vielleicht geben Sie uns da mal eine kurze Einschätzung. Wie geht es Europa da im Augenblick, im Hinblick auf Pressefreiheit, gerade in Zeiten der Pandemie? Ja, Sie haben das ja gerade, finde ich, vorhin schon mit der Formulierung aufgegriffen. So ähnlich hätte ich das, glaube ich, auch schon mal formuliert. Glaube ich, dass, glaube ich, die Corona-Pandemie wie in einem Brennglas
bestehende Tendenzen im Guten wie im Schlechten, und vielleicht rede ich gleich mal nicht nur über das Schlechte, sondern auch über das Gute, glaube ich, bestehende Tendenzen wie in einem Brennglas bündelte. Dort, wo es autoritäre Tendenzen vor der Corona-Pandemie gab, repressive Tendenzen vor der Corona-Pandemie gab, haben sich diese verstärkt. Das haben sich aber gleichzeitig auch in der Corona-Pandemie, glaube ich, auch gezeigt im Positiven, wo es bestehende Rechtsstaatlichkeit gibt, die vielleicht Einschränkungen auch von Pressefreiheit wieder eingefangen hat. Es haben sich aber auch verstärkt ökonomische Probleme, weil wir reden zwar ganz schnell auch immer viel über politische Regulierung, aber vieles hat ja auch mit ökonomischen Problemen zu tun, also Frage von Medienkonzentration, schwachen Werbemärkten, und da haben sich viele Tendenzen verschärft. Da können wir hier in Deutschland anfangen, können in die Weiten Europas schauen, wenn wir hier mal in Deutschland sehen. Wir haben auch in Deutschland, und das ist Deutschland nicht ganz untypisch, seit vielen Jahren eine Diskussion über die Frage, wie kann sich eigentlich Medien und Journalismus im 21. Jahrhundert, wenn er nicht öffentlich-rechtlich finanziert ist, finanzieren. Und wir haben dramatische Einbrüche auf dem privaten Werbemarkt gehabt, weil viele Medien ihre Werbebudgets gestrichen haben. Und das haben wir in vielen europäischen Ländern erlebt. Und gleichzeitig haben wir eine wahnsinnig wachsende Nachfrage nach Journalismus erlebt. Und da, die Frage ist ja auch, wie Europa damit umgeht, die Frage, wie auch die EU damit umgeht, wobei, glaube ich, man sich einmal kurz differenzieren muss, was ist Europa und was ist EU. Ich habe immer persönlich einen weiteren Europa-Begriff als nur EU, aber das ist vielleicht noch eine andere Diskussion. Aber gerade da, während dieser Corona-Pandemie, wird ja auf EU-Ebene gerade der sogenannte Digital Services Act verhandelt, DSA, eine Richtlinie, die unter anderem auch genau damit sich beschäftigt, ein Aspekt wie Journalismus, also bei der es eigentlich darum geht, wie Plattformen, Social-Media-Plattformen im 21. Jahrhundert reguliert werden sollen. Und im Kern ist da aus Sicht von Report ohne Grenzen die Frage auch, wie können eben Erlösmodelle aussehen, die Journalismus finanzieren. Das ist das eine. Es sehen aber auch auf der wirtschaftlichen Ebene, gerade in schwachen Werbemärkten, jetzt mal ganz abgesehen von der Problematik, wie sich Online-Entwicklung und wie Online-Werbeerlöse erwirtschaftet werden können, ist aber in vielen, vielen Ländern Südosteuropas, auch EU-Ländern, haben wir schon immer schwache Werbemärkte erlebt, und die sind ein Einfallstor von Ungarn über Bulgarien bis zu Serbien, EU-Mitgliedland, ein Einfallstor für Missbrauch durch Staaten, in dem Regierungen sich im Prinzip Werbung kaufen und dadurch vielleicht auch Berichterstattung, positive Berichterstattung entweder erhoffen oder eigentlich wirklich auch direkt kaufen. Und es gibt aber auch bestehende repressive Tendenzen, die in der Corona-Pandemie sich verschärft haben. Die Corona-Pandemie wurde als Vorwand genutzt, um autoritäre Gesetze in ohnehin schon autoritär regierten Ländern zu verabschieden. Ungarn als Beispiel, wir haben Serbien als Beispiel erlebt, wo Journalistinnen und Journalisten verhaftet wurden, weil sie kritisch über die Corona-Politik berichtet haben. Aber die letzte Bemerkung positiv. Es hat sich aber, glaube ich, auch in vielen Ländern Skandinaviens gezeigt, auch in Deutschland, dass es Einschränkungen, Freiheitseinschränkungen, Pressefreiheitseinschränkungen, die es auch hier gab im Zuge der Corona-Pandemie, auch in der Abwägung von Gesundheit und Pressefreiheit, ist ja alles immer eine Abwägung, auch Pressefreiheit ist ja kein absolutes Recht, wo aber auch Gerichte sehr schnell wieder Dinge bestehende, eingeführte Beschränkungen der Pressefreiheit im Rahmen von Berichterstattung wieder aufgehoben haben. Und da hat sich, glaube ich, auch im Positiven gezeigt, was ein Pfeiler von Pressefreiheit ist, und das ist nämlich eine unabhängige Justiz und eine unabhängige Rechtsstaatlichkeit, und darüber werden wir ja sicherlich auch später nochmal sprechen. Vielen Dank. Das war schon ein sehr großer Bogen durch Themen, die wir jetzt in der nächsten Stunde vertiefen können und vertiefen werden. Wir nehmen mal einen Blick nach Polen. Joanna Solaj, das ist ja klassischerweise eins der Sorgenkinder, nicht nur in Sachen Pressefreiheit, aber eben auch gerade im Hinblick auf Pressefreiheit. In Polen werden Medien stark durch Regierungen kontrolliert. Wir hatten immer mal wieder diese Debatte, ob es sowas wie Öffentlich-Rechtliche in Polen gibt, ist staatlich finanziert und auch stark staatlich benutzt. Ganz was anderes, als was wir darunter verstehen. Was ist zurzeit speziell los in Polen? Wir haben diese Diskussion über Polonisierung von polnischen Medien.
was steht da bevor, was ist damit eigentlich gemeint und in welcher Weise wurde die Pandemie als Chance für Verschärfung, Reglementierung, vielleicht auch fantasievolle Lösungen genutzt? Oje, zunächst mal hallo in die Runde aus dem regnerischen Warschau, es schon dunkel ist, deswegen sitze ich hier beleuchtet. Fragen über Fragen, sehr viele für so kurze Zeit. Da kann ja Kristin mir wahrscheinlich dann später auch noch dazu sagen, der letzte Presseranking hat ja gezeigt, dass Polen auf dem 62. Platz mittlerweile der Pressefreiheit gelandet ist und es war vor 5 Jahren auf dem Platz 18. Das alleine zeigt, dass, wie sehr sich das geändert hat im Land. Du sagst klassischerweise Polen als Sorgenkind, das war eben nicht immer so. Es gab andere Tendenzen. Allerdings, das sagen auch Medienwissenschaftler, wie zum Beispiel Frau Professor Bogusława Dobek-Ostrowska, dass sich das polnische Mediensystem stark wandelt von einer liberal-hybriden zu einem stark politisierten System. Das heißt, es gibt von der Seite der Politik und von der Seite der Medien ein sehr hohes politisches Instrumentalisierungspotenzial. Beide tragen dazu bei, die Medien und die Politik, dass die Polarisierung der Gesellschaft zunimmt. Und das hat wiederum zur Folge, dass die Selbstregulierung des Medienumfeldes immer schwieriger wird. Das hat auch die letzte Präsidentschaftswahlkampagne gezeigt. Die polnischen Medien haben bipolar berichtet im Prinzip, also pro und anti-PiS. Es findet im Prinzip, kann man das wirklich so sagen, keine neutrale Berichterstattung mehr statt. Man nimmt eine Position ein, man berichtet pro, kontra Regierung, aber man berichtet nicht mehr dazwischen. Es hat sich, wie schon erwähnt, es hat sich sehr viel geändert in den 5 Jahren. Die öffentlich-rechtlichen Medien existieren de facto nicht. Sie wurden von der regierenden PiS-Partei quasi übernommen. Es gibt ja im Prinzip, werden sie instrumentalisiert und missbraucht zur Regierungspropaganda. Es ist eine richtige Propagandatube geworden. Man nutzt die staatlichen Medien im Prinzip, um Regierungspolitik zu machen und um den Gegner, in diesem Falle die Opposition, zu diskreditieren. So weit, dass man auch Persönlichkeitsrechte missachtet und bestimmte Sachen veröffentlicht, berichtet, die einfach auch rein ethisch nicht mehr geht. Es gibt einen nationalen Medienrat, der eben hier ein bisschen die Kontrolle ausüben soll, aber dieser ist mehrheitlich von der PiS besetzt. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz und es macht ja keinen Sinn, dass die PiS dann letztendlich reglementiert. Also es ist ja so ein Transmissionsriemen, die staatlichen Medien für die Regierungspartei geworden. Christian Mir hat das erwähnt, die Reklamepolitik zum Beispiel im Land ist ja auch so, dass die Staatskonzerne nicht mehr Anzeigen schalten in privaten Medien, in regierungskritischen Medien. Das führt wiederum dazu, dass diese Medien in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Und das führt wiederum auch dazu, dass es gibt ja, die Journalisten werden nicht bedroht, das wäre zu viel gesagt, aber ihre Arbeit wird erschwert dadurch, dass sie zum Beispiel oft verklagt werden. Verleumdungsklagen sind das in etwa. Und wenn ihre Verlage dann wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, weil eben fehlende Werbeeinnahmen durch die fehlenden Staatsanzeigen, Anzeigen der großen staatlichen Unternehmen, dann nimmt man sich zurück und versucht auch nicht zu kritisch zu berichten. Also es führt zu einer Art Selbstkontrolle teilweise, weil man eben nicht weitere Schwierigkeiten haben möchte. Was die Repolonisierung, letzter Satz, ich weiß, was die Repolonisierung der Medien angeht, davon wurde immer wieder die Rede. Es steht dieses sogenannte Medienreformgesetz auf der Tagesordnung der regierenden Partei. Bis jetzt, der Hintergrund ist, dass sehr viele Verlage ausländischen Investoren gehören, zum Beispiel die Regionalpresse zu 80% der Passauer Neuen Presse. Man hat nach der Wende, nach 89, Verlage übernommen, weil das ein lukratives Geschäftsmodell war. Natürlich hätte da das
Kartellamt wahrscheinlich mit ein Wörtchen reden sollen, hat es nicht getan. Aber es hat ja gar keinen Einfluss auf den Inhalt. Das sehen natürlich die Politiker der Regierung ein bisschen anders. Die sagen, das hätte einen starken Einfluss auf die Inhalte. Das hat man zum Beispiel jetzt in der Präsidentschaftswahlkampagne mehrmals thematisiert. Man hat gesagt, die deutschen Medien würden den Polen vorschreiben, welchen Präsidenten sie wählen sollen. Das hätte man aus der Berichterstattung in den Medien, wie zum Beispiel Newsweek gehört oder Onet, ein Portal gehört dem Ringier Springer Verlag, hätte man das rausgelesen. Aber man hat ja diese Reformen, hat man zuerst angefangen. Es geht ja nicht nur um die deutschen Besitz, es geht ja auch der große private Sender TVN, gehört den Amerikanern. Und man will sich mit den Amerikanern auch nicht verscherzen. Man würde da wirklich in einen Konflikt reingehen. Und deswegen ist man bis jetzt, außer den Ankündigungen, ist man dann noch nicht weitergegangen. Und ich vermute mal, dass man eben diesen Konflikt mit Washington und Brüssel zu sehr fürchtet, um da eben noch weiterzugehen. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass diese Pläne, diese Renationalisierung verfolgt werden würden, weil man sich damit verspricht, dass es eben, dass man da einen stärkeren Einfluss auf den Inhalt haben möchte. Aber ich glaube nicht, dass es dann letztendlich, auch wenn dieses Gesetz beschlossen werden würde, dass es dann funktioniert. Vielen Dank, Sergej. Die EU ist vielstimmig, das ist immer ihr Charme und ihr Risiko gleichermaßen. Eigentlich war das oder ist das große Hoffnungsprojekt der Europäischen Union die Durchsetzung von rechtsstaatlichen Mechanismen, auf die man sich gemeinsam verständigen kann. Und also Rechtsstaatskriterien und eben, jetzt hatten wir gerade die Diskussion über Rechtsstaatmechanismen. Ich habe Vera Jourová noch mal gefunden in einem Interview mit dem Handelsblatt, die an die EU-Staats- und Regierungschefs appelliert hat im Juli, kurz vor deren Gipfeltreffen, die Vergabe von EU-Geldern an einen funktionierenden Rechtsstaat mit unabhängigen Gerichten zu knüpfen und die Verbindung mit dem Wiederaufbaufonds und dem Finanzrahmen biete dafür eine einmalige Gelegenheit, einen solchen Rechtsstaatmechanismus durchzusetzen. Und sie sagt, wenn wir jetzt nicht dieses Prinzip durchsetzen, werden wir es nie durchsetzen. Und sie ist die Vizekommissarin, also Vizekommissionsvorsitzende. So ist es nicht ganz gekommen. Was ist gekommen und wie geht es da weiter? Ja, das sind heute ist ein besonderer Tag, was dieses Thema angeht, weil gestern haben wir den Vorschlag seitens der deutschen Ratspräsidentschaft auf den Tisch bekommen und beziehungsweise geleakt bekommen. Heute wird das noch besprochen zwischen den Mitgliedstaaten. Und da kommen schon Widerstände von beiden Seiten, denn nicht nur Orbán ist nicht zufrieden, sondern auch es gibt von der anderen Seite sehr viele Staaten, auch Frankreich nach meinen Informationen, die sagen, das, was Deutschland daher gezaubert hat, die deutsche Ratspräsidentschaft, das akzeptieren wir nicht. Was konkret, ich weiß nicht, ob das sozusagen die Zuschauer interessiert, aber es geht ja darum, wie du ja gesagt hast, diesem Rechtsstaatsmechanismus ein bisschen Zähne zu verpassen, weil bisher war das wie so ein zahmer Papiertiger. Das haben wir heute gesehen. Heute hat die Kommission einen Bericht, einen Rechtsstaatsbericht veröffentlicht. Das ist der Mechanismus, es gibt ja viele Mechanismen, das scheint irgendwie so eine EU-Spezialität zu sein. Zu allem gibt es Mechanismus und zu diesem Thema gibt es mehrere. Also die Kommission hat einen Mechanismus erfunden, das ist das erste Mal eine Premiere, ein Bericht, wo die Kommission sich auf bestimmte Punkte, bestimmte Themen konzentriert hat. Themen, die meist mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, weniger mit Menschenrechten und Bürgerrechten. Das ist unsere Kritik. Wir sagen Artikel 2, also der Artikel im EU-Vertrag, wo es um unsere Prinzipien geht, beschränkt sich ja nicht nur auf Unabhängigkeit der Gerichte, sondern sagt auch, dass es da auch um Menschenrechte und Antidiskriminierung zum Beispiel geht.
Aber die Kommission will das so ein bisschen reduzieren. Aber in diesem Bericht, auf diesen vielen Seiten, die jetzt vor mir liegen, gerade veröffentlicht, ist Medienfreiheit und Medienpluralismus ein Thema. Also für die Kommission ist es schon ein wichtiges Anliegen. Und das ist natürlich, dem ist nur zuzustimmen. Ja, das ist natürlich Medienpluralismus. Ich habe gerade diesen Kapitel nochmal überflogen. Das ist wichtig. So, aber das ist auf der Ebene der Beobachtung. Ja? Und wir, ich bin Schattenberichterstatter der Grünen zu dem parlamentarischen Vorschlag des Rechtsstaatsmechanismus, wo es auch erstmal darum geht, dass das Parlament, die Kommission und der Rat sich zusammensetzen und mit Expertinnen und Experten zusammen jährlich so eine Überprüfung machen. So, aber was folgt daraus? Und das, was daraus folgt, kann man aus meiner Sicht nur mit zweierlei Instrumenten durchsetzen. Ja, wenn wir festgestellt haben, es gibt Probleme in egal welchem Land, ich will jetzt nicht, ne, nicht, dass danach heißt wieder, dass wir irgendwie Orban diskriminieren. Ja, unser größter Antidiskriminierungsfall in der EU ist ja in letzter Zeit Orban. Ja, er wird ja von allen diskriminiert aus seiner Sicht. Das große Opfer. Aber was folgt daraus? Daraus folgt entweder, dass die EU, wie es mit Unabhängigkeit der Gerichte gemacht wurde, vor den EuGH zieht, vor den Europäischen Gerichtshof, und die Länder dahin zerrt, die zum Beispiel bei Unabhängigkeit der Justiz das nicht so richtig schaffen. Oder, und das ist das letzte Mittel, man muss dann mit Geldern arbeiten. Wenn jemand Gelder möchte, und im Falle von Ungarn, aber auch in Polen, ist das schon ein beträchtlicher Anteil des Haushalts, dann müssen diese Länder halt sich Artikel 2 und unseren Grundprinzipien unterwerfen, beziehungsweise sie einhalten, weil wir sie ja eigentlich teilen. So war das bisher die Annahme. Aber wie macht man es? Und gestern kam Deutschland eben mit dem Vorschlag, mit diesem Vorschlag kann man gar nicht vorankommen. Nämlich mit diesem Vorschlag hat Deutschland gesagt, wir können nur dann überhaupt daran denken, Geldhahn abzudrehen, wenn es unmittelbare Auswirkungen auf die Ausgabe der europäischen Gelder hat. Das heißt, wir können nicht bei Menschenrechtsverbrechen, bei Medienunterdrückung und so weiter mit diesem Geldmechanismus arbeiten. Wir können nicht das Geld da reduzieren, weil das hat nichts mit dem europäischen, nicht immer mit dem europäischen Geld zu tun. Das ist praktisch ein schlechter Antikorruptionsmechanismus und nicht ein Rechtsstaatlichkeits- oder Menschenrechtsmechanismus, den Deutschland hier vorgeschlagen hat. Entschuldigung, ich kriege gerade gesagt, dass du den englischen Kanal angeklickt hast. Kannst du noch mal kurz an deinen Dolmetscher-Kanal gehen, den deutschsprachigen Kanal anwählen? Entschuldige, dass ich unterbreche. Also bei mir ist alles inaktiv. Ich weiß nicht, wo ich was angeklickt habe. Du musst den deutschen aufhaben, den deutschen Kanal öffnen. Dann mache ich auf Deutsch, jetzt habe ich auf Deutsch geklickt. Ja, okay. So, ich kann nur dazu sagen, das ist nicht die Vorstellung des Parlaments bisher. Mal schauen, wie lange die großen Fraktionen das mittragen, diesen Widerstand, denn wir sagen, denn für alle drei Themen, Haushalt für die kommenden 7 Jahre, Konditionalität, das heißt die Verbindung der rechtsstaatlichen Standards mit Ausgabe vom europäischen oder mit sozusagen Zuteilung der europäischen Gelder und dieser Wiederaufbaufonds nach Covid, für alle diese drei Sachen braucht der Rat die Zustimmung des Parlaments. Und jetzt wird sich zeigen, inwiefern die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sagen, Entschuldigung, das ist nicht der Orban hier, der bestimmt, welchen Standard, wie hoch unsere Standards sind, sondern wir bestimmen mit, weil wir die Bürgerinnen und Bürger der gesamten Union vertreten und bisher eigentlich dafür waren, dass dieser Rechtsstaatsmechanismus stärker und nicht schwächer
ausgestaltet werden soll. Dass es um Rechtsstaatlichkeit und um Menschenrechte geht und nicht nur um möchte gern Antikorruption. Und dass es dieser Mechanismus auch gelauncht werden kann, also gestartet werden kann, nicht wenn wir 2/3 Mehrheit organisieren unter den Staaten, das wird sehr schwierig sein immer, sondern umgekehrt, wenn die Kommission zum Beispiel der Meinung ist, da gibt es Rechtsstaatsdefizite, wir leiten es ein und erst danach können die Staaten ihr Veto einlegen, wenn sie sich auf dieses Veto mit 2/3 Mehrheit einigen, das sogenannte umgekehrte Mehrheitsprinzip. Also, es ist ein bisschen wie immer bei der EU, das ist ein bisschen technisch, ein bisschen schwierig, aber worum es hier geht, ist ganz einfach. Heute haben wir gesehen, die Kommission kann, wenn sie will, Defizite im Bereich Medienpluralismus und Rechtsstaatlichkeit feststellen. Die Frage ist, was folgt daraus? Und wir sagen, daraus müssen Geldkürzungen folgen, weil alles andere funktioniert nicht. Haben wir schon alles durch. Man kann mit diesen Regierungen leider nicht anders umgehen. Aber dieses Geldmittel muss dann funktionieren und nicht einfach auf dem Papier stehen. Und mit diesem Papier wird dann von Orban und Co. gewunken und sagen, natürlich haben wir einen Rechtsstaatsmechanismus, aber der wird halt, es gibt halt keine politische Mehrheit, die dafür sorgt. Das geht nicht. Und das sagen zurzeit noch alle demokratischen Fraktionen im Parlament. Mal schauen, wie lange, weil wir wissen, man kann sich eigentlich im Zweifel nicht auf alle verlassen. Vielen Dank. Christian, mir und Joanna Solarik, wenn ihr direkt was dazu sagen wollt, dann tut das. Das würden wir jetzt in real life auch tun. Sonst gehe ich mit Fragen weiter. Also wollt ihr kurz direkt kommentieren? Ich kann gerne, also vielleicht nur ganz kurz anknüpfen daran, was der Gela Gudinski gesagt hat, kann ich, ich würde ihm gerne widersprechen, aber kann ich leider nicht. Also insofern eigentlich nur unterstreichen, dass auch aus Sicht von Reporter ohne Grenzen genau an der Stelle das, was gestern da bekannt geworden ist, nach unserer Kenntnis kritikwürdig ist, dass nämlich genau Pressefreiheit eben am Ende was ist, eben was ausgeklammert ist und es nur um ganz konkrete Vergehen geht, aber eben nicht die unsichtbaren Verstöße, die ich ja gerade vorhin angestoßen habe, genau zum Beispiel die Lenkung über Subventionen, den Missbrauch von Werbegeldern, und das sind genau ja ganz schlimme Verstöße gegen Pressefreiheit, die es gibt. Und natürlich gibt es am Ende auch Morde in der EU, aber das ist natürlich auch noch eine ganz andere Ebene, über die will ich jetzt vielleicht gar nicht sprechen, weil das vielleicht noch fast zu weit führt. Ich würde nur ganz kurz einfach auch zustimmen und sagen, dass ich bin keine Juristin wie Sergej, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Justizsystem, Korruption, Medienfreiheit und Checks und Balances. Das darf man nicht vergessen, dass man das nicht getrennt denken kann. Deswegen wäre es umso wichtiger, dass eben das, was Christian Mie auch gesagt hat, es sind so diese subtilen Sachen, die passieren, die dazu führen, dass dann Polen vom Platz 18 auf Platz 62 innerhalb von 5 Jahren runterfällt. Ich würde gerne nochmal auf das Medienökonomie-Thema eingehen. Christian Mie, Sie haben es schon angesprochen. Also das eine Problem ist natürlich tatsächlich dieses, dass mit Journalismus offenbar schwer Geld zu verdienen ist, unter anderem wegen der Anzeigensituation, wie sie ist. Andererseits auch, weil natürlich sehr viel im Internet passiert und wir uns alle daran gewöhnt haben, dass Internet kostenlos ist und dort unendlich viele Menschen, also viele, viele Stimmen sprechen, journalistisch oder weniger journalistisch, und uns informieren, vorgeblich informieren. Wir haben an anderen Stellen am heutigen Nachmittag dieses Thema auch schon angesprochen. Wir haben zu tun mit Medienkonzentration, wir haben zu tun mit Monopolbildung, wir haben zu tun mit Sterben von Lokalberichterstattung, laute Bereiche, in denen viele Leute mit guten Ideen unterwegs sind. Trotzdem eine massive ökonomische Bedrohung, die natürlich Tür und Tor aufmacht für Leute mit viel Geld, das sieht man in der Schweiz, also zum Beispiel, wie man das machen kann. Man sieht auch, dass es in Ungarn ja eins der strategischen Instrumente ist. Also da wird ja jetzt irgendwie nicht verboten, da wird aufgekauft zum Beispiel. Ja. Was kann getan werden, um
Qualitätsjournalismus in einer seriösen Weise ökonomisch abzusichern? Was ist da die Aufgabe von pfiffigen Geschäftsmodellen vor Ort oder pfiffiger Unternehmer oder Risikobereiter oder weiß ich nicht? Und was ist die Aufgabe von Rahmen da, meinetwegen auch Politik? Also was sind da Erwartungen? Wie kann diese Ökonomen, es passiert ja auch vieles schon, die Kommission unterstützt Recherchejournalismus und so fort, es gibt Förderprogramme für auch junge Leute und so fort. Was meint ihr, was sollte passieren, wie sollte diese ökonomische Bedrohung von Unabhängigkeit aus europäischer Perspektive angegangen werden, Christian Mier? Gut, das ist natürlich eine sehr große Frage, aber gleichzeitig ist es, glaube ich, ein paar Dinge. Also die Europäische Union ist ja auch ein Binnenmarkt, vielleicht um mal einmal so anzufangen. Und das heißt auch ein Markt, der, wenn wir mal in der EU bleiben, ich rede jetzt mal nicht über außerhalb der EU, weil das natürlich ein globales Problem ist. Das erleben wir auch in vielen Ländern Afrikas und Lateinamerika, genau, das ist ein Einfallstor, so, aber auch in den Nicht-EU-Europa-Ländern. Also zum einen, wenn man mal sagt, festhält, die EU ist ein Binnenmarkt, das heißt, es gibt Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Freiheit und auch politischer Freiheit von der Annahme. Und wenn man davon ausgeht, dass wirtschaftliche Freiheit am Ende auch zu einer größeren wirtschaftlichen Aktivität führt, führt das vielleicht auch dazu, dass natürlich anders Werbeeinnahmen in der lebendigen Volkswirtschaft verteilt werden können. Das ist erstmal so eine ganz nüchterne volkswirtschaftliche Beschreibung. Gleichzeitig verändert sich natürlich genau das Geschäftsmodell gerade extrem, das Geschäftsmodell von Journalismus, weil wenn man sich das mal kurz vorstellt, ich habe vor ungefähr, als ich Journalismus gelernt habe, noch die sogenannte Anzeigenauflagenspirale gelernt, wie Journalismus finanziert werden. Das war ein Modell, was eigentlich in ganz Europa ungefähr so war. Und das besagte, dass ungefähr zwei Drittel der Einnahmen, das war so das Geschäftsmodell vor 20 Jahren, zwei Drittel der Medieneinnahmen erzielt wurden durch Anzeigen und ein Drittel durch Verkauf. Das hat sich dramatisch verschärft, so dass eigentlich der Verkauf deutlich gesunken ist und die Abhängigkeit umso größer geworden ist. Das muss man strukturell einmal sehen. Und es sind neu hinzugekommen, einfach weil einfach weniger verkauft wird, wenn wir mal bei Zeitungen sehen. Und es ist nach wie vor, Zeitungen sind nach wie vor nicht zu unterschätzen. Das muss man auch immer noch mal kurz sagen, bei allem Online. Und ich bin selber der Online-affin. So, trotzdem haben wir im Online-Bereich natürlich auch etwas, was strukturell die Konturen von Öffentlichkeit verändert, dass wir digitale Monopolkonzerne haben, die Öffentlichkeit, die heute die Öffentlichkeit konstituieren, Monopole sind, die aber schwer zu regulieren sind. Es gibt überall nationale Regulierungsansätze, sowohl was Hasskriminalität, aber auch wirtschaftliche Aktivitäten und deren Geschäftsmodelle betrifft. Und da müssen, glaube ich, Länder aufpassen, dass sie eben keine nationale Regulierung betreiben. Und da versucht ja gerade die europäische Ebene eben gerade auf mit dem Digital Service Act. Ich habe hier gerade auch im Chat gesehen, da war eine Frage. Vielleicht war das vorhin mein Punkt leicht missverständlich. Der Digital Service Act ist natürlich nicht im Kern, geht es nicht um Finanzierung von Journalismus beim Digital Services Act, aber es geht darum, wie auf europäischer Ebene Plattformen als Ökosystem auch für Journalismus reguliert werden können. Und da ergeben sich natürlich dann auch Fragen, ohne dass ich da jetzt vielleicht die eine fertige Meinung schon zu habe, wie könnten eventuell natürlich auch Medien möglicherweise in diesem Ökosystem privilegiert behandelt werden können, durch einen privilegierten Zugang behandelt werden können. Report ohne Grenzen hat selber entwickelt eine Journalism Trust Initiative, die will ich vielleicht nur in zwei Gedanken kurz ausführen. Das ist ein europäischer Industriestandard für Journalismus. Hört sich erstmal abstrakt an. Da geht es nicht darum, Inhalte zu definieren, was ist guter, was ist schlechter Journalismus, sondern eigentlich einen maschinenlesbaren Standard, den wir entwickelt haben mit Medien aus ganz Europa unter dem Dach der Europäischen Standardisierungsbehörde, der Prozesse von Journalismus, Unabhängigkeit, Auswahlkriterien im Journalismus maschinenlesbar in einem Standard Journalism Trust Initiative darstellt und
am Ende eben für Algorithmen auch darstellbar macht und auslesbar macht. Und der könnte zum Beispiel dazu führen, dass am Ende, wenn wir über Beteiligungsmodelle reden, wie können Medien vielleicht auch an Erlösmodellen von Plattformen beteiligt werden können, dass ein solcher Industriestandard einmal implementiert, und der ist halt so weit auf dem Tisch, dass er ein europäischer Industriestandard ist, dass man sich Verteilungsmodelle von Erlösen auf diese Plattform vorstellen könnten, an denen Medien auch beteiligt werden können. Das wirft ganz viele potenziell problematische Folgefragen auf. Die will ich hier gar nicht alle ausführen, dessen bin ich mir bewusst, aber das ist vielleicht eine Denkrichtung, in die man mal weiter diskutieren kann. Vielleicht nicht in aller Detailtiefe heute, aber ja. Sergej? Ich glaube, wenn wir, hier geht es ja darum zu schauen, wo es Marktverzerrungen gibt und wo es Marktversagen gibt. Das ist ja sozusagen die zwei Geschichten, wo einerseits auf der anderen Seite der Markt vielleicht nicht mehr dafür sorgen kann und man muss dann regulatorisch dazu angreifen, aber umgekehrt, wo wird denn der Markt auch verzerrt? Zum Beispiel durch das Eingreifen der Regierungen oder durch Monopole. Und ich glaube, hier geht es um, Pi mal Daumen, so vier Bereiche. Einmal die Frage der Konzentration der Medien. Wie gehen wir damit um? Inwiefern ist es möglich, mit Antimonopol-Instrumenten auch der EU eben hier damit zu arbeiten? Bei der Frage der Konzentration haben wir ja, da kann ja Christian Mier viel mehr wahrscheinlich darüber erzählen, haben wir so Monitore für Medienpluralismus auf verschiedenen Ebenen. Aber sehr häufig, interessanterweise, also ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist, Herr Mier, aber die Schwachstelle ist, dass es sehr häufig nicht übersektoral geht, sondern es wird dann geschaut, sozusagen, inwiefern eine Zeit in einer Region oder in einem Land Zeitungen sozusagen konzentriert sind oder nicht. Aber es wird nicht geschaut, dass es sehr häufig Zeitung plus Digitalprodukte plus noch andere Medien und so weiter. Und dadurch entsteht ja die Konzentrationsmacht sehr häufig in vielen Ländern. Also wie gehen wir damit um? Und bei der Frage, gibt es ja auch eine Grenze, bis wohin zum Beispiel die EU gar nicht eingreifen kann, wenn es sozusagen, und bei Medien ist es häufig nicht überschritten, diese Grenze. Ja, er hat kein kapitalintensives Unternehmen. Also da müssen wir auch ran. Zweitens ist die Frage des Werbemarktes, ja, das, was auch Herr Mier ja auch schon angesprochen hat, aber auch Johanna angesprochen haben. Das ist natürlich ein beliebtes Tool, womit Orban und andere arbeiten, um Medien zu domestizieren. Ja, Abhängigkeit von öffentlichen Aufträgen in Form von Werbung. Da müssen wir schauen, inwiefern wir diesen Markt auch regulieren könnten. Drittens ist die Frage der Eigentümerverhältnisse, Eigentümerstruktur. Wir haben zum Beispiel in Tschechien, in Bulgarien, aber auch auf Zypern, ist es überhaupt nicht möglich festzustellen, wem ein Medium überhaupt gehört. Ja, da ist keine Transparenz diesbezüglich möglich. Und das andere ist die Frage der Regulierung. Also da müssen wir schauen, an welchen Stellen wir tatsächlich mit Regulierung weiterkommen und an welche Stellen wir überregulieren. Und da sage ich ganz klar, also wir können doch nicht zum Beispiel bei Fragen der Digital Services Act, wir können doch gerade kleinen Medien und kleinen Plattformen nicht ganz hohe regulative Hürden auferlegen, woran sie auch zerbrechen können. Das ist ja bei vielen verschiedenen Situationen so. Ich verhandle jetzt auch im Innenausschuss E-Beweis-Richtlinie zum Beispiel, ja? Oder E-Beweis-Verordnung, je nachdem, was daraus wird. Da geht es eigentlich um was ganz anderes. Da geht es nur darum, dass Verbrechen grenzüberschreitend verfolgt werden innerhalb der EU. Aber da werden solche Sachen konstruiert,
und solche Anforderungen an zum Beispiel Social Media, ja, bezüglich der Information über die Nutzerinnen und Nutzer, die kleine Social Media gar nicht bewältigen können, schon wirtschaftlich nicht. Aber wir regulieren das, ja, wir überregulieren das und dadurch tragen sie halt sehr hohe Hürden. Und noch schlimmer, es gibt natürlich auch berechtigte Fragen in der EU, zum Beispiel bezüglich der Transparenz oder der Finanzierung, die missbraucht werden. Ja, wo wir dann die Ersten sind, wo sagen, natürlich brauchen wir von Medien, aber auch von NGOs die Berichte, dass sie das auslegen, dass wir wissen, von wem kommt Geld, wohin fließt Geld. Aber man kann es ja auch so überregulieren, dass man mit diesem eigentlich tollen Vorschlag, wir wollen mehr Transparenz, praktisch NGOs und auch Medien und kleine Unternehmen auch zur Strecke bringt. Ja? Und da müssen wir auch schauen, weil das wird auch häufig von autoritären Regierungen oder möchte gerne autoritären Regierungen missbraucht. Wenn ich was dazu sagen darf, weil gerade weil du gesagt hast, Transparenz, da denke ich sofort, die polnische Regierung hat sich ein Gesetz überlegt sich die ganze Zeit eben, dass die NGOs dazu zwingen möchte, zu einer stärkeren Berichterstattung, Transparenz, sobald sie ausländische Gelder bezieht. Also das ist was ganz anderes jetzt, aber es kann ja auch nach hinten losgehen. Das ist nicht so ganz anders. Das hängt natürlich auch zusammen mit da, also, wo Medien zum Beispiel kooperieren. Entschuldigung, Johanna. Klar. Ich wollte ja nur zum Thema Werbeeinnahmen haben wir schon angesprochen und das, wenn Regierungsmedien in Polen, denen wird vieles leicht gemacht. Sie bekommen Subventionen. Es gibt zum Beispiel eine große Medienakademie eines Bischofs, die wird staatlich subventioniert. Dort werden künftige Pressesprecher etc. pp. Ausgebildet. Die fehlenden Werbeeinnahmen sind wirklich, da drohen ganze Verlage, denen droht eine Insolvenz, weil sie eben, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind, nicht nur die Werbeeinnahmen. Es ist ja auch so, dass staatliche Einrichtungen jetzt keine Abonnements bestimmte Zeitungen haben dürfen, weil sie eben nicht mehr so berichten, wie sie sollten. Auf der anderen Seite ist ja in Polen etwas entstanden, was sehr positiv zu sehen ist. Es sind die Bürgermedien, es sind Crowdfunding-Sachen, die wirklich sehr schnell reagieren, gut recherchieren, aus der Mitte der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft berichten. Und diese Medien, ich glaube, darin gehört tatsächlich die Zukunft, dass man sagt, das ist hier der Punkt, an dem man wirklich weiterarbeiten soll. Weil von außen betrachtet gibt es, und das ist auch ein Argument der Regierungspartei, die sagen, was für ein Problem in Polen mit der Presse, Medienfreiheit. Wir haben doch so vielfältige Medienlandschaft. Guckt euch die Zeitungskioske in Polen an, guckt euch die Zeitungskioske in Deutschland. Also in Polen ist es viel bunter, von rechts bis nach links. In Deutschland sehe es nicht so aus. Ist die Vielfalt... Naja, es ist ja quasi Vielfalt, weil sie eben, da wird mit ungleichen Maß gemessen, wenn eben diese regierungsfreundlichen Medien solche Zuschüsse bekommen und so gut finanziert werden, dann werden auch Zeitungen und Zeitschriften produziert, die normalerweise nie bestehen würden auf dem Markt. Auf der anderen Seite sind, also die Medienvielfalt besteht, aber die ist ja das, was Herr Mir auch angesprochen hat, die wird bedroht. Die ist ja, das ist ja dieses Instrument der Regierung eben hier, das wirtschaftliche Instrument wird weiter benutzt und dass die Arbeit der Journalisten erschwert wird. Die dürfen zwar zum Sejm, 2016 gab es Beschränkungen, es gab Proteste, deswegen dürfen sie wieder, aber denen werden keine Auskünfte erteilt, sie werden nicht eingeladen, Interviews finden nicht statt. Die schon erwähnten Klagen sind da, ne? Wegen Verleumdung, wegen schlechter Berichterstattung, deren wird Professionalität abgesprochen und so weiter. Also es ist schon etwas, das ist wie so ein stetiger Tropfen, der den Stein hüllt. Da passiert die ganze Zeit etwas und ich möchte gerne eine positive Entwicklung sehen und die sehe ich in den Bürgermedien, aber in den allgemeinen großen Medien, da sehe ich eher eine Entwicklung, die nicht gut ist. Ich
würde gerne noch ein anschließendes Thema in die Runde geben. Wir hatten mal im Rahmen einer Böll-Veranstaltung eine Diskussion mit zwischen in der davon gesprochen wurde, dass es eine Kooperation gibt zwischen dem RBB, öffentlich-rechtliche Anstalt Berlin-Brandenburg, und der Gazeta Wyborska. Sehr interessantes Projekt, und die Diskussion führte dann stark dahin, was du vorhin schon angesprochen hast, Johanna, dass es ein Problem gibt mit einer starken Politisierung von Journalismus. Christian Mier hatte das auch schon mal angesprochen, glaube ich. Also in dem Maß, wie gesellschaftliche Konflikte so emotional politisiert werden, ist die Berichterstattung nach journalistischen Schulbuchstandards gewissermaßen zunehmend erschwert. Das ist natürlich in gewisser Weise ein journalistischer Spiegel dessen, was an vielen Stellen in der gesellschaftlichen Kommunikation insgesamt passiert. Aber es ist ja irgendwie auch der Tod in Raten für das, wofür wir sprechen, wenn wir von Qualitätsjournalismus nach unseren Standards sprechen. In den letzten Monaten, als diese Corona-Verschwörungstheorien und so weiter nochmal so geboomt haben, konnte man da ja nochmal ein bisschen fürchten lernen. Und wir hatten heute Nachmittag auch ein Gespräch mit Bastian Hermisson und Bernd Pickert zum Thema US-Medien im Wahlkampf. Da wollen wir nicht hin, was die europäische Medienöffentlichkeit und den europäischen Journalismus angeht. Und ich glaube, das ist eine dieser ganz großen Aufgaben, die sich so in Redaktionen vor Ort, aber eben auch im großen Ganzen stellen. Da würde mich nochmal wirklich eure Meinung interessieren, was eigentlich die Situation ist in dieser starken emotionalen Spaltung und wie es gelingen kann, dass Medien da Vertrauen bewahren, Vertrauen sichern, wie auch, also Netzpolitik da ihre Rolle spielt. Wie sichern wir unsere Grundlagen für eine medien- und netzpolitische Ordnung, die, wie soll ich sagen, inklusiv bleibt, irgendwie integrativ bleibt, die das Gespräch tragen kann und uns da sozusagen unsere Öffentlichkeit rettet. Ich meine, vielleicht würde ich da gerne einmal eher die Frage ein bisschen umdrehen und gar nicht so negativ drauf schauen, so, weil die Frage, es war ja gleich die Frage des impliziten, die Frage nach dem Misstrauen, die ja auch impliziert hatte, dass wir vielleicht sogar ein wachsendes Misstrauen hätten, was ich jetzt bewusst mal im Konjunktiv formuliere. Und ich finde manchmal, also ja, wir erleben polarisierende Gesellschaften schon auf eine gewisse Art und Weise, und gleichzeitig finde ich es auch immer hilfreich, manchmal nicht nur kurzfristigen Aufgeregtheiten hinterher zu hecheln, sondern auch einen Blick langfristig zu werfen. Und eine meiner Lieblingsstudien, die es alle paar Jahre gibt, ist der Global Value Survey von der Harvard University, die alle paar Jahre in regelmäßigen Reihen über einen Zeitraum von 50, 60 Jahren in Demokratien, in Diktaturen mit einer sehr komplexen Methodik Werte, Zuschreibungen abfragen, auch die Bedeutung von Institutionen abfragen. Und jetzt ganz einfach zusammengefasst, die Ergebnisse sind sehr komplex, aber ganz einfach zusammengefasst ist eigentlich in Demokratien, selbst wenn Demokratien sehr unterschiedlich sein können, aber in Demokratien mehr oder weniger über viele Jahre konstant ein gewisses Misstrauen in Medien von 20-30% vorhanden, was sich aber im Wesentlichen nicht verändert. Es gibt Schwankungen, immer so, aber die sind, ich habe selber auch mal im Rahmen vom Sozialwissenschaftsstudium Statistik gemacht, das ist irgendwie mehr oder weniger Normalabweichung. Das heißt nicht, dass sich nicht Öffentlichkeit verändert, strukturelle Social Media Öffentlichkeit und so. Und gleichzeitig haben wir in Diktaturen mehr oder weniger ein extrem hohes Vertrauen in Medien. Also eigentlich fast gar kein Misstrauen. Jetzt mal anders gesagt, wie ist das zu erklären? Eigentlich ist ein gesundes Misstrauen vielleicht auch ein Ausweis von gesunden Demokratien. Wir haben hier Vielfalt, wir haben hier, ich will nicht Probleme schönreden, die es gibt, aber trotzdem ist das auch ein gewisser Ausweis von einer pluralen Öffentlichkeit. Das heißt nicht, dass wir über strukturelle Probleme, Social Media und sowas nicht alles reden müssen, die Öffentlichkeit verändern. Aber die Konsequenzen, die sich aus den strukturellen Veränderungen von Öffentlichkeit ergeben, sind, glaube ich,
zu unsicher, als da sehr kurzfristige Schlussfolgerungen für Journalismus zuzulassen. Aber, und das ist etwas, glaube ich, wo, glaube ich, Journalismus, wenn es, das ist jetzt eine subjektive Beobachtung, schon aufpassen muss. Und das ist, glaube ich, eben genau das, was sich eben verändert, ist die Unmittelbarkeit der Social-Media-Kommunikation, die eben dann auch zu einer Verunsicherung führt über Grundfragen der journalistischen Praxis, vielleicht zu Meinungen führen, zu manchmal einer falschen Sachlichkeit sogar an der einen oder anderen Stelle auch führen, um nichts falsch machen zu wollen und manchmal auch Äpfel mit Birnen vergleicht. Also Sie haben das Beispiel Corona angeführt. Ich muss sagen, einer der absurdesten Faktenchecks, die absurdesten Faktenchecks, die ich erlebt habe, waren die Faktenchecks zu, also aus meiner Wahrnehmung, zu den Zahlen bei den Corona-Demos, die wirklich ganz offenkundig, ob es jetzt 1 Million oder 30.000 war. Und das fand ich für eine falsche Reaktion auf, finde ich, auch eine aufgeregte Öffentlichkeit, weil ein paar Dinge sind auch irgendwie, finde ich, relativ klar. Insofern habe ich gar nicht so ein insgesamt, in der Gesamtsumme nicht so einen negativen Blick darauf, wie vielleicht manchmal eine verunsicherte Debatte durch Social Media Aufregung nahelegt, wenn man das mal langfristig und global betrachtet. Falsche Sachlichkeit gibt es in Polen nicht zurzeit. Es gibt nur emotionale Polarisierung. Du hast ja die Gazeta Wyborcza erwähnt. Das ist ein Beispiel. Es ist nach wie vor eine gute Zeitung, aber es ist ein Beispiel eben für diese Polarisierung der Gesellschaft. Man ist hier gar nicht darauf angelegt, irgendwie dialogisch zueinander zu treten, sondern es ist eine Art, in Anführungszeichen, ein verbaler Schlagabtausch zwischen den politischen Positionen, der da passiert, und es trägt zur Polarisierung der Gesellschaft bei, eindeutig. Also wenn man die Bildzeitung, sage ich schon, wenn man die Gazeta Wyborcza kauft, wenn man eine Dziennik Gazeta Polska, ist ja die rechtsgerichtete Zeitung, kauft, man weiß genau, was man zu erwarten hat. Auf der einen Seite ist es extrem in die eine Richtung, auf der anderen Seite extrem in die andere Richtung. Also es ist eine sehr starke Polarisierung, gewollte Polarisierung, und eine Polarisierung, die zu noch mehr Polarisierung beiträgt. Also deswegen ist es ja nicht mehr das, was ich gesagt habe, dialogisch angelegt. Was ich habe gelernt in Deutschland, Journalismus, man soll sich mit keiner Sache gemein machen, sei sie auch so gut. Und manchmal verwechselt man diese, und das passiert auch in Deutschland, diese Einmischung, Art von Einmischung mit Haltung. Ich habe nichts gegen Haltung zeigen, vor allem bei Sachen wie Menschenrechte, wie Rechtsextremismus, wie Diskriminierung, aber es ist was anderes, Einmischung, obwohl ich jetzt in Warschau arbeite und für die Heinrich-Böll-Stiftung, der eben seinen Spruch hat, Einmischen ist die einzige Möglichkeit, Realist zu bleiben, aber das ist ja dann nicht in Bezug auf Medienberichterstattung, finde ich, Berichterstattung in den Medien. Also ich, in Polen eben schaukelt man sich gegenseitig hoch, und was fehlt, was die Bürgermedien versuchen zu machen, natürlich haben sie auch eine gewisse politische Richtung, ist diese neutrale Berichterstattung, die man dann nach wie vor in Deutschland bekommt. Natürlich, wenn ich eine Frankfurter Allgemeine Zeitung kaufe, habe ich eine bestimmte Schattierung. Wenn ich die Süddeutsche Zeitung kaufe, habe ich auch eine bestimmte Schattierung. Aber trotzdem ist es eine weitmöglichst neutrale Berichterstattung. Und diese gibt es zurzeit in den Printmedien, vor allem in Polen nicht, und auch in den im Fernsehen nicht und im Radio. Es ist dann im Internet, ist es vielleicht ein bisschen mehr möglich zurzeit, dass, wie gesagt, nochmal erwähnten Bürgermedien, die das machen. Eine Sache dürfen wir nicht machen, aus meiner Sicht, ist den Medien mehr abzuverlangen, als wir uns selbst abverlangen. Denn diese Polarisierung in den Medien, also zumindest in einer mehr oder weniger so funktionierenden Demokratie, also über Polen rede ich jetzt nicht, aber bei uns, ist ja auch ein Spiegelbild der Polarisierung der Gesellschaft. In der Zivilgesellschaft haben wir das, in der Politik haben wir das. Und das dann sozusagen auf Medien alleine zu schieben und den schwarzen Peter zu schieben, das finde ich nicht fair, ja, nicht richtig. Worum es geht, ist darum, dass wir durch
strukturellen Wandel, den wir sehen und auch durch sozusagen eine Intervention der Politik in manchen Ländern Situation haben, wo es für Medien immer schwieriger ist, eine journalistische, hochjournalistische Qualität zu liefern. Aber Entschuldigung, dann müssen wir woanders ansetzen. Dann müssen wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, wenn das eben leisten können. Wir können doch nicht abverlangen einem Medium wie der Berliner Zeitung, die sozusagen praktisch aufgeschmissen ist auf dem Markt, dann wundern wir uns, warum plötzlich die Berliner Zeitung sozusagen vom Niveau her in Teilen runtergeht. Dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass bestimmte, in bestimmten Medien eben die Grenze zwischen redaktionellen, zwischen Meinungs, sozusagen Meinungen und Berichterstattung immer durchlässiger wird, weil die müssen ja auch irgendwie überleben auf so einem Markt. Also ich glaube, hier müssen wir über Finanzierung reden, den Medien und Modelle schaffen, inwiefern wir Qualitätsmedien eben auch in einer Marktwirtschaft dieser Prägung überlebensfähig machen. Das ist die Nummer eins. Und die Nummer zwei, wir müssen auch natürlich über die öffentlich-rechtliche und die Stärkung der öffentlich-rechtlichen Medien reden, aber auch, dass die in ihrer Haltung, wie Johanna das sagte, auch liberaler werden. Wir können natürlich nicht sagen, öffentlich-rechtliche Medien machen dann halt nur das, was dem politischen Mainstream, sagen wir, passt. Wir müssen auch darüber reden, inwiefern wir dort auch konservativere, ne, also nicht immer das, was uns passt halt, ne, dass die Bevölkerung auch Vertrauen in diese Medien auch langsam aufbaut, ohne diese Medien kaputt zu reden. Ja, so wie das in England jetzt passiert mit Johnson, wo er BBC keine Interviews mehr gibt und sein Berater sagt, dass BBC irgendwie der natürliche Feind der Konservativen ist. Also auch da eine Balance, aber auch auf eine Art und Weise, dass sozusagen nicht die Medien verantwortlich sind für unsere Probleme. Die spiegeln unsere Probleme wieder und wir müssen die angehen. Dazu gab es ja in der Eröffnungsrunde wirklich schöne, beeindruckende Beispiele aus den unterschiedlichen Redaktionen, sowohl Tagesschau, ARD als auch Print. Ich weiß nicht, viele werden das verfolgt haben in der Eröffnungsrunde. Vielen Dank dafür. Da gab es viel zu lernen darüber, wie Redaktionen in Deutschland reagiert haben und sich eingestellt haben auf die Situation, zu einem angemessenen Berichterstattungston, der auch Platz für Vielstimmigkeit und Kritik und Nähe zum Publikum sucht und so weiter. Das war ganz schön. Es ist natürlich eine deutsche Situation. Wir wissen noch nicht mal so richtig, was eigentlich Öffentlich-Rechtliche in Europa sein könnten. Gibt dazu keinen wirklichen Konsens. Auch das ein Thema in dem Forum vorhin, in dem es unter anderem um Plattformdebatte für Europa ging. Und wir sind mit der Zeit durch, aber ein Thema möchte ich euch noch sagen oder einen Stichpunkt. Wir hatten im Januar eine Tagung in der Böll-Stiftung über die Zukunft von Medienpolitik. Da war Thema, dass es ein besseres Verständnis dafür geben muss, wie Medien- und Netzpolitik mittlerweile zusammenhängen. Das ist für alle europäischen Nationen und für die europäische Ebene ein Thema. Ihr habt das an verschiedenen Stellen schon anklingen lassen. Also und ein anderes eben überhaupt ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass Medienpolitik was anderes ist als ein Nischending und dass es jenseits der lokalen oder der bei uns föderalen Ebene Gesichter braucht, die das kompetent vertreten auf europäischer Ebene und dafür schreiten, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass eine Ordnung entsteht, in der wir leben wollen. Eine Medienordnung, in der wir leben wollen. Es gibt noch eine Frage im Fragen und Antwort an Christian Mier. Es wird gebeten um den genauen Titel der sozialwissenschaftlichen Studie zu Vertrauen in Medien. Vielleicht also, da geht es nicht um Vertrauen in Medien, da geht es um Vertrauen in vieles andere. Und das ist einer Value der Survey war das Thema, nicht wahr? Genau, ich glaube World Value Survey habe ich gerade nochmal geschaut. Ich habe es falsch gesehen. World Values, nicht Global Values. Aber. Okay. Harvard University war das Stichwort. Ja. Genau. Also vielleicht kann das nochmal bei Fragen und Antwort eingegeben werden. Kann ich machen.
Das wäre ganz schön. Und mir bleibt euch herzlich zu danken. Aus Seiten der Böll-Stiftung ist das, was wir hier tun, dass wir eben dazu beitragen wollen, dieses Thema aus der Nische zu holen. Wir sind ja, wir machen politische Bildung, politische Erwachsenenbildung und uns liegt eine Menge daran, darin einfach auch ein Akteur zu sein, dass man verstehen kann, dass die Art und Weise, wie unsere mediale Kommunikation gestaltet wird, eine Menge damit zu tun hat, ob wir sowas haben wie demokratische Öffentlichkeit oder vielleicht wie gut die gestaltet ist und wie gut die beschaffen ist. Und wir sind nicht mehr in der Situation, dass wir das nur national betrachten sollen. Wir brauchen das unbedingt in einer europäischen Perspektive. Und ihr seid da alle Akteure und Akteurinnen drin. Dafür danke ich sehr herzlich. Es gibt auf der Page der Böll-Stiftung dazu noch einiges zu finden. Wir haben unter anderem ein umfangreiches Dossier dort stehen. Wir hatten eine Tagung zur Öffentlichkeit für Europa. Dort gibt es auch einen Vortrag von Christian Mier zu diesem Thema nochmal nachzuhören. Die Folie wird gleich eingeblendet, die diese Links zeigt. Und mir bleibt an dieser Stelle herzlich zu danken. Wir werden euch darüber informieren, wenn wir soweit sind, zu dieser Tagung online vertreten zu sein. Und wir hoffen, dass wir uns alle zu diesem Thema und weiteren Themen bald wiedersehen in live und dann auch miteinander anstoßen können und Pizza essen und so, was da eigentlich alles auch noch dazugehört, wenn man eine Tagung organisiert, bei der man sich freut, dass man sich hat. Vielen Dank. Danke an dich und hier gibt es noch einen Riesendank an die Dolmetscher, die wohl wunderbar und schnell gedolmetscht haben. Hab super, ich dem schließe ich mich an. Ganz herzlichen Dank. Danke für deine Moderation, Anne. Vielen Dank. Danke an die Technik. Ja. Also, danke. Danke. Schönen Abend. Tschüss.